Okay, dann brauchst du den nicht mehr ticken, Luna. Was ist das für ein Song? Der Song ist voll geil. Ich liebe den Chocobo-Song. Der ist halt echt mega cool. Und ich fand, der passte irgendwie. Nein, aber nein. Was denn? Meinst du, das kulinarische Meisterwerk von Frisches oder meinst du den Chocobo-Song? Ich nehme an, du meinst das von Frisches, oder? Der Song ist doch toll. Du weißt gar nicht, was du hast. Der Song ist Beste. Unsere Wege trennen sich nun. Möge uns das Licht der Vala erleuchten. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Deneth und Megoril haben mir von Telerons Gefangennahme berichtet. Ich bin deshalb sehr besorgt. Der dunkle Herrscher wird die Wunden, die wir ihm zugefügt haben, kaum vergessen. Und ich fürchte seine Rache, auch wenn ich meine Pflichten vernachlässigen möchte, kann ich in einer so wichtigen Stunde meinen Blick nicht vom Schwarzen Tor abwenden. Daher betraue ich euch mit dieser wichtigen Aufgabe. Ihr müsst Telerons finden und ihn von dem Gweterein retten. Und was das Bündnis angeht, einer aus Durins Volk hat einen gerissenen Plan entwickelt, um die Aufmerksamkeit der Truppen des dunklen Herrschers abzulenken, sodass wir schnell im Schwarzen Tor zuschlagen können. Ich weiß zwar nicht, ob sein Plan funktionieren wird, aber wir müssen das Tor einnehmen, wenn wir Sauron besiegen wollen. Sprecht bitte mit Schläger, dem Listigen. Er ist ein ehrenhafter Zwerg, trotz seines Namens. Hat er getan, was er verlangt, verfolgt den Gweteran und rettet Telerons. Unsere Wege trennen sich nun, aber ich hoffe, dass sie uns beide zum Sieg führen werden. Möge uns das Licht der Valar erleuchten. Finde ich in einem Challenge, das 2 Stunden lang in Dauerloop anschauen. Hätte ich ganz ehrlich kein Problem mit. Ich rede von dem Song. Heimlich, der Song ist super. Was hast du dagegen? Der Song ist der Hammer. Kunstbanause. Doch, einfach doch. Ich finde den Song super. Alles hier ist super. Zu euren Diensten. Oder seid ihr vielleicht zu meinen Diensten? Ist euch aufgefallen, dass die Gräber des Feindes scheinbar niemals aufhören zu brennen? Nun, mir ist es das. Schläger deutet auf den Fässerstapel neben sich. Diese Fässer sind mit einem einfachen schwarzen Pulver gefüllt. Das explodiert, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Und nicht nur das. Es brennt danach nur 4 Stunden. Tja, wäre es bei Steinarbeiten nützlicher wäre, würde uns wohl Durin persönlich beauftragen, einige Fässer zu beschaffen. Die schwarzen Reiter des dunklen Herrschers, die verdammten Ringgeister, wie die Menschen sie nennen, sie sind gerissen, aber die Bilbisse sind nicht allzu klug. Sie haben die Fässer direkt neben ihren Ballisten und Katapulten stehen lassen. Wieso zündet ihr nicht ein paar Fässer an? Das sollte ihre Belagerung beenden und lange genug ihre Aufmerksamkeit erregen, dass das Bündnis das Schwarze Tor erreichen kann. Achtet nur darauf, nicht in der Nähe zu bleiben, nachdem ihr die Fässer angesteckt habt. Oh, Frisches. Mann. Was habt ihr heute nur? Oder in der Wendlersprache. Egal. Jetzt singen mal alle bitte für Kaya einmal was vom Wendler. Was denn? Tell me why. Ach nee, das war falsch. Nee, tell me why ist was anderes doch. Ja, genauso schlimm. Bisschen deppen kann ich das Wort egal nicht mehr normal lesen. Ja. Egal.
Weiß gar nicht, was ihr habt. Kenne ich ein Lied von ihm, aber was soll's. Egal. ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na fest. So Kaninum füttern. Mach das. Du hörst mich schon mal. Hallo. Egal. Warum kann ich jetzt? Oh. Mano. Leute. Du weißt nicht, an was ich als erstes denken soll. An Schokobus oder an egal. Müsst ihr wissen, dass du dir was angeht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin... Huch, das war zu viel. Ich kann da nichts für. Huch. Hi. Es wird mein neues Stream-Schatten, sorry. Und du bist schuld. Wieso? Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nicht das Geringste getan. Nicht das Geringste. Daria, ich freue mich, euch wiederzusehen. Aber leider gibt es uns kaum einen Grund zu feiern. Der Hochkönig hat mich mit meiner Truppe nach Osten geschickt, herauszufinden, was mit den Elben von Lorien geschehen ist. Leider ist nur noch Prinz Amrus im Feld. Mein Vater und die anderen mussten sich nach Norden zurückziehen, aber dorthin können wir ihnen nicht folgen. Der Prinz ist verwundet, jedoch wird er sich erholen. Ich muss euch fragen, wieso seid ihr hier? Ihr erzählt Atalin von der Aufgabe, die euch der Hochkönig erteilt hat, und von Teleron, dem Speer von Lindorn, der nun in der Gewalt einer der Gretereien ist. Eure Geschichte ist besorgniserregend, denn Amrus sprach von einem schrecklichen Wesen, das einen Elb auf seinem Reittier hatte. Die Zeit könnte knapp werden für Teleron. Ich denke, wir müssen mehr über das wissen, was der Prinz gesehen hat. Ja, dann fragen wir das Prinzchen mal. Nach dem, was ich erzählt habe, muss es einer der neuen Veteranen gewesen sein. Schwarz gekleidet und auf einem mächtigen Reittier. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben war, aber der Veteran hat einen Elb über sein Reittier gebunden. Okay. Er hob einen mächtigen Streitkolben in die Luft und mit einem Donnerschlag fiel die Statue seines Meisters. Dann sah er mich. Achso, in seinem Blick lag Hexerei, ich sag es euch, denn seine Augen leuchteten wie Feuer in der Nacht. Okay, bis gleich. Vielleicht hielt er mich für tot, denn er ritt weiter in die Hügel. In die Hügel hinein. Hey, das kann nicht sein. Nein, doch. Oh. Was? Luna, du hast auch einen Hund? Viel Spaß im Lurk, Luna. Noch gar einen Faden wandern. Okay. Muss ich da jetzt auch irgendwas lesen? Da kann ich ihn jetzt sehr kurz essen. Nee, ich habe nur ein Pfötchen. Was? Was? Bitte? Jetzt mache ich mir doch etwas Sorgen.
Als meine Truppen Prinz Amro zur Hilfe kamen, hörte ich einen lauten Schrei und einen Donnerschlag von oben, wie das Schlagen von großen Flügeln. Es klang wie eine schreckliche fliegende Kreatur, die mindestens ebenso groß war wie die Adler. Ich konnte sie durch den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus den Augen winkte. Oh, ah! Oh Gott! Mann! Gott! Hilfe! Willst du mich umbringen? Nee, bitte, was bringt das? Oh, Gott! Hey, mein Herz! Oh Gott, ich hab meine Haare nicht gemacht! Man hat mich gesehen! Mach das weg! Rückschwulen! Mach das weg! Hallo! Ja, meine Haare! Ich seh aus wie Frodo in Achsel! Schlimmer sind deine Flecken, die du da hast. Ja, vom Kochen. Ich hab Flecken! Oh, Scheiße. Er will nur was umbringen. Oh, ich hab sowas Tolles mitgebracht. Ja, oh Gott. Guck mal. Wo bin ich? Da, wo bin ich? Hexe. Danke, mein Schatz. Ich dachte, du wärst beim Kaninum. Ja, da war ich ja schon. Cookies gibt's hier. Ich will euch keine Cookies verkaufen. Du willst es zu Hause schicken und unser Leben überdenken lassen. Du blöd, Mann. Hast du mich erschreckt, ey? Ich höre unter den Dinger doch nichts. Vor allem nicht, wenn ich selber... Nein. Boah, Kekse gibt's hier. Vor allem nicht, wenn ich selber rede. So, mach weiter. Erschrecken kann er, ja. Das kann er gut. Ey, ein Küsschen. Ja, warte. Meine Haare nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Ich hab doch meine Haare nicht. Meine Frisur darf keiner sehen. Oh. Ah, das ist für die Ohren hier. Das ist für die Ohren. Das ist für die Ohren. Frodo, du hast einen Rad ab. Für die Ohren. Du hast einen Rad ab. Eieiei. Wie lange bist du noch wach? Jetzt bin ich so aufgetreten. Kann gar nicht mehr schlafen. Nee, ich auch nicht. Ich bin jetzt erstmal wach. Oh mein Gott, was habt ihr genommen? Oh, ja. Cookies. Ja, und ganz viel Luft. I don't know, aber ich will's auch. Nein, willst du nicht. Mein Schatz, ja. Danke für die Cookies. Alles gut. Ich trau dem irgendwie nicht. Ja, der liebe den Wein bringen soll. Stimmt, der Wein! Na, ich muss ja sowieso nochmal gut nachsagen und Pinkelpause machen. Also, alles gut. Aber ich frage mich gerade, wer das Ganze hier essen soll, ne? Ich glaube, ich sitze hier bis morgen früh. Einfach, weil ich so viel zu essen habe. Ah, oh, gut. Wo war ich stehen geblieben? Oh nein. Da war was. Alles gut, ich muss doch eh nochmal hoch. Und pinkeln dann. Irgendwann. Okay, wo war ich? Es klang wie eine schreckliche fliegende Kreatur, die mindestens ebenso groß war wie die Adler. Ich konnte sie durch den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus den Augenwinkeln gesehen habe. Ich weiß nicht, ob diese Kreatur Sauron dient, aber ihre Anwesenheit lässt meine Sorge um Teleron noch größer werden. Sollte der Hexenkönig ihn zum Aussichtspunkt gebracht haben, müssen wir durch das Ostlingenlager vor uns. Die Menschen des Ostens sind durch Saurons Macht überheblich geworden und haben einen kleinen Zugang vom Wald zum Lager offen gelassen.
Folgt mir, dann können wir uns hineinschleichen und so die Gefahr vermeiden, der eine direkte Herangehensweise mit sich gebracht hätte. Ich schleiche mich einfach nochmal ein. Nee, das funktioniert nicht mehr. Hoffe ich. WB, Kaya. Kaya, du hast was verpasst. Oh nein. Luna. Ich war doch im Regen. Guck dir den Clip an. Ja, meine allerbeste Freundin Fötchen. Ja, ja, Luna. Wir reden noch mal. Wir beide unterhalten uns noch einmal. Der Fürst Ostlinge. Ja, der hat aber nicht viel ausgehalten. Alter, bis ich erstmal fertig bin mit meinem Zauber. Ich will dir was bringen. Ah, oh, der Hammer, ey. Oh Gott. Wo wir übrigens gerade bei Clips sind, das fällt mir ja gerade noch ein. Ich saß jetzt, glaube ich, ungefähr einen Monat, sogar etwas über einen Monat, an einem Best-of des ersten großen Streams, glaube ich, und mehrerer Clips von euch. Ich bin halt einfach auch selber, oh Gott, schreit. Ja, Frutus hat sich selber noch mit erschreckt. Frutus dachte halt, ich hätte ihn gehört. Hab ich aber nicht. Oh. Aber ich habe zumindest ein Best-of zusammengeschnitten, was gestern endlich fertig geworden ist. Endlich. Ich werde es, sofern ich es nicht vergesse, morgen hochladen. Ein Best-of finde ich schlecht. Ja. Ich weiß nur noch nicht, zu wann ich es hochlade. Ich denke mal morgen 16 Uhr. Denke ich einfach mal. Vielleicht auch schon eher. Nicht schlecht. Best of. Oh Mann. Könnt ihr euch da gerne ansehen, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall über euer Feedback dann freuen. Weil es ist das erste Best of, was ich je geschnitten habe. Also. Ne? Bitte geht da nicht zu hart mit mir ins Gericht. Ich habe sowas noch nie gemacht. der Hexenkönig. Apropos, eins wollte ich nochmal gucken. Wie konnte man nochmal... Ah, so geht's. Ich will nämlich einmal... auch hier anfangen, Screenshots zu machen. Wobei, hier muss ich zwei machen. Jetzt. Ich will nämlich ein Bild vom schwarzen Tor haben. So, und einmal sollte ich es wieder anschalten. Wäre vielleicht ganz angebracht. Ihr kommt zu spät, Lakai von Gil-galad. Eure Angst hat euch schutzlos gemacht und der Elb wurde von der geflügelten Kreatur meines Herrn fortgebracht. Der Elbenkönig wird ihn nie wiedersehen, denn er wird für alle Zeiten im Verlies von Barad-dûr Qualen erleiden. Aber ihr, Edarial,
Ihr werdet verändert werden und ihr werdet als sein größter Feind zu Gil-galad zurückkehren. Denn das ist der Wille Saurons. Nein! Rosebud! Leidet jetzt und seht im Reich des Verborgenen, steht im Reich des Verborgenen wieder auf. Ja, der da wäre, Luna. Schlaft ruhig. In dem Ladris kann euch kein Leid zugefügt werden. Wir wurden schon fast verheilt. Wir brauchen immer noch Ruhe, Hartalin. Schlaf gut. Ich werde zurückkehren in... Ja? Ja? Wann werdet ihr zurückkehren? Gut, gar nicht. Danke. Könntet ihr gleich ein Video machen? Ich möchte bitte, dass du es auf Stream zu... Man es auch im Stream sieht. Dass man es auch im Stream sieht. Ich kann sogar nichts Copyright oder ähnliches. Okay, ja? Okay. 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 Ich habe Angst, Luna. Ich habe ganz große Angst. Aber wir machen das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich befürchte gerade was ganz Schlimmes. Hatte ich sie gespeichert? Da. Ein Rauchlichterkerz. Huch, so. Einmal. Bildschirm. Oh Gott. Ich muss nur meine Kamera einmal irgendwo anders hinpacken. Jetzt wissen, wo meine. Warte mal. Oh ja, das ist sie, okay. Ich war da einmal kurz nach hier oben. Hi. Da will ich nur mehr Zeit in Ordnung. Ich auch, aber. Ne? Luna, will ich mir das angucken. Ich hab's doch gerade erst erlebt. Ich hab's doch gerade erst erlebt. Den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus Augen. Dass ich sie aus den Augen wink. Den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus Augen. Dass ich sie aus den Augen wink. Luna, wir unterhalten uns nochmal, ne? Again, again. Ah.
nett. Wirklich, wirklich nett. Ich würde es gerne Kurve hier färben. Ich dich auch, Luna. Ich dich auch. So, gut, genug gelacht. Oh. Schön. Mann. Hallo Elrond. Es freut mich, hoffe, wenigstens du magst mich. Nachdem ihr gefallen wart, haben wir nur auf dem Schlachtfeld versucht, euch zu heilen. Aber der Hexenkönig von Angmar hatte euch eine schwere Wunde beigebracht. Eine, mit der wir es bisher noch nicht zu tun hatten. Wir entschieden, euch nach Imladas zurückzubringen. Weit entfernt von Feindes Land. Während meine Heiler versuchten, euch von dem Bösen zu befreien, das in eurer Wunde saß. Habt ihr Jahre in unruhiger Agonie verbracht. Als der Krieg vorbei war, kehrte ich zurück, um ihnen zu helfen und habe dabei viel über die Heilung von durch Morgus Stahl verursachte Wunden gelernt. Als ihr endlich schlafen konntet, habt ihr diese vielen Jahre lang getan. Trotz meiner Bemühungen schwanden eure Kräfte, auch wenn es lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Glaube ich, dass ihr die Stärke wiederfinden werdet, die in euch ruht. Was die Aufgabe angeht, die euch Gil-galad übertragen hat, seht sie nicht als gescheitert an. Niemand hätte voraussagen können, dass der Feind seine Nazgûl schicken würde, um Teleron zu holen. Leider wurde er nie gefunden. Gott, Frosch im Hals. Auch nach dem Fall von Barad-dûr nicht. Es schmerzt mich schmerzte Gil-galad sehr, euch beide im Krieg zu verlieren. Und das heißt, dass sein Licht durch all die Schlachten, die folgen, mehr und mehr schwand. Dennoch verzagte er niemals vor dem Feind. oh Gott, ich habe echt einen. Oh Gott. Hey. Cordula ist jetzt eine Senffoto. Ui, sehr geil. Sehr, sehr geil. Herbert übrigens auch. Cordula, willkommen bei den Senfpfoten. Cordula, die Freundin von Herbert. Hey. Nein, ihr seid nicht umsonst gefallen. Unser Sieg an jedem Tag auf dem Schlachtfeld hat Früchte getragen. Sauron hat unsere Angriffe 7 Jahre lang im dunklen Turm standgehalten. Doch schließlich wurde er von Gil-galad und Elendil niedergestreckt. Elendils Sohn Isildur trennte den Ring von Saurons Finger und hat im dunklen Herrscher damit vernichtet und aus dem Reich verbannt. Doch es gibt darüber noch mehr zu berichten. Noch mehr. Yeah. Ist das nicht eine schöne Elbendame? Wobei ich finde, dass fast jedes Gesicht bei den Frauen gleich aussieht. Bis auf die Haare und die Haarfarbe habe ich alles anders ausgewählt und das sieht trotzdem aus wie meine Standard-Charaktere. Leicht enttäuschend. Ganz leicht. Wie nicht? Kannst du eine, kannst du alle. Hm. Geh mal mit dem Hund. Mach das, mach das. Juhu. So, die Kartoffeln habe ich schon mal aufgegessen. Ach ja.
Ja, Kaya, falls du siehst, ich bin hier noch nicht durch. Nur, falls das hier schon mal aufgefallen ist. Noch bin ich in meiner eigenen Einleitung. Ich komme gleich ins DC, aber ich muss vorher noch mal wohin. Wenn ich mir gleich den Extra-Schaden stelle, komme ich ins Discord. Jetzt hier noch nicht. Dauert aber nicht mehr lange. Wo ist Hit-Goal? Ach, da ist Hit-Goal. Hit-Goal! Sie ist für äußerlich geheilt aus, aber ist in einer tiefen, unruhigen Schlaf gefallen. Juhu. Vieles hat sich seit unserem letzten gemeinsamen Aufbruch aus Imladris verändert. Es stimmt mich traurig, dass Hit-Goal immer noch leidet, aber ich hoffe, er erholt sich ebenso schnell wie ihr. Ihr müsst wissen, als die Schlacht schließlich Barad-dûr erreichte, wurde Hit-Goal mit einem Schlag von Sauron persönlich niedergestreckt. Und nur durch die Gnade der Valar hat er überlebt. Der Stahl der Waffe des dunklen Herrschers war auf ähnliche Weise verdorben wie die Klinge, die euch durchbohrt hat. Und er litt die gleiche Wirkung, die ihr jahrelang erdulden musstet. Nun gut, wir haben genug über die Vergangenheit gesprochen. Reden wir über die Tage, die vor uns liegen. Seit unserem letzten gemeinsamen Aufbruch aus dem Imladris hat sich viel verändert. Das Zeitalter der Menschen scheint angebrochen zu sein und ich spüre, dass die Zeit der Elben in Mittelerde sich ihrem Ende zuneigt. In der Tat haben schon viele auf dem Schiffen unseres alten Freundes Círdan dieses Reich verlassen. Er wird jetzt von denen, die seine Arbeit kennen, der Schiffsbauer genannt und er wohnt mit den wenigen geschickten Handwerkern, die in seinen Diensten verblieben sind, in Midlond. Der Großteil des Holzes, das Círdan verwendet, wird über den Hafen Círdan am Eredluin nach Midlond gebracht. Dorthin müsst ihr reisen, um zu den Grauen an Furten zu gelangen. Daher, ich habe eure Habseligkeiten und ein paar Vorräte für eure Reise bereitgelegt. Euer Ring liegt in seiner Schatulle auf dem Tisch. Auf den anderen Seiten des Zimmers und eure Rüstung liegt in einer Truhe neben eurem Bett. Sie trägt zwar immer noch Kampfspuren, aber ansonsten hat die Zeit der Zeit ihr nichts angehabt. Oh Gott. Mach das, Luna, mach das. Tatsächlich hat das Vergehen eines ganzen Zeitalters unser Licht getrübt. Und im Osten ist ein neuer Schatten erwacht. Was das betrifft, so habe ich euch eine Schriftsammlung über die Zeitalter zusammengestellt, auch wenn diese Welt wenn dieses weit zurückliegt. Oh, ihr könnt sie gerne mitnehmen, wenn ihr aufbrecht. Und sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt, werden wir uns weiter über eure nächste Überreise nach Celundim unterhalten. Juhu. Ich hätte gerne... Okay. Dann nicht. Dann hätte ich es halt nicht gerne. Einmal die Schriften. Warte mal, ich gucke einmal kurz. Rein theoretisch. So. Könnte eigentlich entweder halt in die Lava-Ecke ganz normal rein. Ja, ich glaube ganz normal in die Lava-Ecke. Eigentlich. Sollte eigentlich passen. Denke ich. Hoffe ich. Jo. Rüstungssammlung. Aufgabestand. Weiß nicht, ansonsten könntet ihr eventuell noch einen neuen aufmachen. Falls ihr dafür eine bessere Kategorie habt als nur die Laberecke. Bleibt euch überlassen. Ihr Mods habt da fast komplett freie Hand. Also ihr könntet auch eine extra Ecke Eladan dafür einrichten, wenn ihr das wollt. Eine Expedition in die Ruinen von so mache ich das Große. Und euch im Verlauf ihrer Reise nach Celundim bringen. Ach, Celundim. Sehr gut. Eure Kräfte werden nach und nach zurückkehren, wie auch die Macht eures Ringes. Ich hoffe, meine Schriften werden euch ebenfalls von Nutzen sein. Ich kann mich zwar an vieles erinnern, was während eurer Genesung passiert ist, und nicht einmal ich weiß alles, aber seit Ende des zweiten Zeitalters geschehen ist,
Was eure Reise betrifft, so werden meine Söhne euch nach Kelondim bringen. Eladan und Elrohir werden sich auf mein Geheiß hin einer Expedition in die Ruinen von Edelion unter Führung des Elben Dorolas anschließen. Ist übrigens gleich die Storyline, die wir mit Kaya spielen. Also seine Storyline. Meine Storyline ist diese hier. Etwas verwirrend. Wenn geheiße Expeditionen Dorolas anschließen. Erzählt bitte keinem anderen davon. Aber ich hatte eine seltsame Vorahnung und darin sprach eine Stimme zwischen verschwommenen Bildern. Blutrote Fußspuren auf schwarzem Schnee, wo der grimmige König wandelt, um seinen Thron zurückzugewinnen und zu beenden, was begonnen wurde. Auch das kommt gleich in der Storyline von Kaya. Das ist ein beunruhigendes Rätsel, von dem ich nicht glaube, dass es bald gelöst werden wird. Habt ihr irgendeine Idee, was es bedeuten könnte? Die Tür zu Tarm Sand öffnet sich mit einem gedämpften Knarren. Ach, wie dem auch sei, um diese Sorgen sollen sich Dorolas und seine Expedition kümmern. Meine Söhne erwarten euch an der Tür zum zentralen Hof und wenn ihr abreisebereit seid, werden sie euch nach Kelondim am Ereluin bringen. Ich wünsche euch eine schnelle und problemlose Reise. So. Einmal das. Hallo? Vater hat euch sicher alles über die anstehende Reise erzählt, doch keine Sorge. Um seinen Traum braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ich mach mir keine Gedanken. Vater hat euch also gestattet, im Lerdris zu verlassen. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf, von euch mehr über die Schlacht aus dem vergangenen Zeitalter zu erfahren. Vater meinte zwar, wir sollten euch nicht mit so vielen Fragen belästigen, aber das ist vermutlich die letzte Gelegenheit dazu, oder? Er hat euch sicher alles von der vor euch liegenden Reise erzählt. Und keine Sorge, um das, was er im Traum gesehen hat, braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Außerdem sollten wir auf der Reise nach Kelondim genug Zeit haben, uns über andere Dinge zu unterhalten. Ich denke, dass euch interessieren wird, was in den letzten 3000 Jahren geschehen ist. Mein Bruder und ich sind bereit für die Reise nach Ereluin. Wenn ihr auch soweit seid, können wir sofort aufbrechen. Yep. So. Da lädst du. Lass mich aus dem Ladebildschirm. Oder am besten noch. So. Hier mache ich mit meinem Char weiter, wenn wir Kajas Einleitung gespielt haben. Das heißt, den Char sehen wir gleich wieder. Oder in 2 Stunden. Je nachdem, wie lange wir brauchen. Lass es so lange sein. Ich hasse die normale Elben-Einleitung. Die Elben-Einleitung ist... Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich sie schon 30.000 Mal gefühlt gespielt habe. So. Das heißt... Ich melde mich einmal ganz kurz ab.